Guten ihr lieben Makerlein! Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und ich möchte heute mit euch wieder eine 5-Minuten-Challenge machen, denn ich möchte mittels 3D-Druck wieder ein Problem in meinem Leben lösen. Ganz einfaches Problem, wer kennt es nicht? Ich habe zum Beispiel bei mir im Auto in dem Getränkefach unten, wo man die Flaschen reinstellen kann, immer jede Menge Scheiß rum. Kleingeld, SD-Karten, Schlüssel, alles Mögliche. Fällt alles durcheinander hin und her und das gefällt mir gar nicht. Da möchte ich gerne ein bisschen Ordnung reinhaben. Und deswegen fangen wir jetzt mal an und gestalten uns einfach mal als Prototypen, als ersten Entwurf einen Organisator quasi, um das Ganze dort ein bisschen zu organisieren, damit nicht alles wild umherfliegt, sondern schön geordnet irgendwo drin steckt. Da kann man dann Einkaufswagenchips will ich da reinpacken. Ich will da große SD-Karten hier reinpacken, sowas hier. Oder aber auch kleine SD-Karten, wie die Micro-SD-Karte hier. Oder aber auch Geldstücke oder sonst was in Richtung. Und natürlich meinen Schlüssel, damit der entsprechend komplett da drin verstaut ist während der Fahrt und ich den nicht irgendwie da wild umherfliegen habe und den immer suchen gehen muss. Also schmeißen wir Fusion 360 an und legen gleich mal los. Und dann legen wir auch gleich los. So eine Flasche ist durchschnittlich 7 cm groß, also 70 mm. Das nehme ich hier als Ausgangswert und mache dann noch einen Rand von 3 mm draus, dass wir also später entsprechend so einen kleinen Rand oben dran haben. Und dort gehe ich dann von der Mitte aus. Das Schlüsselfach habe ich mir ausgerechnet, ist 45 x 25 mm. Also jetzt hier erstmal 22,5 mm und nein, stopp. 12,5 mm genau in der Höhe und 22,5 mm in der Breite. Und davon ausgehend machen wir jetzt die eigentliche Größe von dem Schlüsselfach, also 45 mal 25, genau. Und löschen erstmal diese Linien hier, die brauchen wir einfach nicht. Das ist einfach nur unnötiger Ballast, das erleichtert uns dann später entsprechend die Arbeit. Genau, von hier aus gehen wir dann, nee, stopp, Moment, das passt so nicht. Ich will nur ein bisschen weiteren Abstand haben, genau. So, hier gehen wir dann mit 12,5 mm und 1,25 mm entsprechend ins Spiel, weil die Münze entsprechend, die Euro-Münze entsprechend 2,5 mm dick und 25 mm im Durchmesser hat, grob gesehen, also dass wir noch ein bisschen Spiel haben. Und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur nochmal auswählen. Das kopiere ich mir jetzt und ziehe das Ganze hoch. Blub, dann machen wir 3 Kästchen Abstand dazu und das Ganze bitte nochmal. Ne? Genau. Ah, da geht es nicht ganz hoch. Ne? Ein bisschen rauszoomen. Nein, raus, raus, da. So, und jetzt nochmal gucken, ob das der Abstand ist. Ja, perfekt. Passt. Gut, das wären also die Münzfächer und jetzt sind wir noch ganz so dreist, denn so eine SD-Karte hat eigentlich fast die gleichen Ausmaße, dass wir uns einfach das Ganze kopieren. Später müssen wir nur darauf achten, dass wir die Extrusion in das Objekt rein ein bisschen tiefer machen, damit die SD-Karten ein bisschen mehr Platz haben. Aber an sich kann man es von der Kontur her erstmal genauso benutzen. Das kopiere ich auch wieder zweimal runter oder dreimal runter, dass wir da 3 SD-Karten unterbringen. Und dann zeichnen wir uns gleich nochmal für die Micro-SD-Karte ein gesondertes Fach. Und das ist jetzt erstmal 1 mm mal 12 mm ist so eine Micro-SD-Karte groß. Also 6 mm nein, stopp, 0,5 mm in der Höhe und 6 mm in der Breite. Und das Ganze zeichnen wir von da aus dann wieder groß. Also 12 mal 1. Nein, nicht da 12, stopp, Moment. So, und jetzt da 12 mm, perfekt. Das heißt also, das ist jetzt das Fach für die Micro-SD-Karte. Und jetzt extrudieren wir erst einmal den ganzen Körper. 7 cm, stopp, Moment, jetzt habe ich was vergessen, glaube ich. Da muss ich nochmal gerade gucken. Genau, das muss nämlich nicht nur 1 mm nach oben gesetzt werden, sonst haben wir nämlich da einen Leerlauf unten drunter. Das passt so nicht, deswegen nochmal zurück. Ich muss natürlich erstmal alles auswählen, das ist ein bisschen nervig. Gucken, ob wir das noch schaffen von der Zeit her. Da das noch auswählen, genau. Nochmal rauszoomen und nochmal reinzoomen für den Kleinkram da. Deswegen sage ich die Teile lieber löschen, weil sonst muss man nachher zu viel entsprechend auswählen. Das ist dann auch nervig. Die Fläche und die Fläche. Und das extrudieren wir jetzt erstmal auf eine Höhe von 7 cm, weil das Fach bei mir jetzt genau 7 cm hoch ist. Blenden die Skizze wieder ein. Und sagen jetzt hier, okay, das Schlüsselfach möchte ich zum Beispiel mal 60 mm entsprechend, also 6 cm entsprechend tief haben. Das Münzfach sollte circa 20-25 mm tief sein.
sollte passen. Und das SD-Kartenfach hätte ich gerne auch mal, ne, da die Litzen noch anheben. Und das sind jetzt auch nochmal, nein, das möchte ich jetzt nicht anpassen, das möchte ich anpassen, genau. Und das machen wir auch nochmal 20 mm tief. Nochmal kurz nachgucken, 20 mm passen die? Ja, das passt, okay. Gut. Und das Micro-SD-Kartenfach kann getrost 10 mm tief werden. Und dann sollten wir soweit das Ganze haben. Nochmal die Ecken abrunden. Da sieht man schon mal, das sieht ganz cool aus. Aber zu guter Letzt erstmal die Skizze nochmal ausblenden. Hier, die nervt gerade. Und dann die Ecken auswählen mit der Taste F, die Faser anlegen, abrunden und fertig ist das Druckobjekt. Das sieht doch schon ganz cool aus. So, und da ist der Druck auch schon fertig, wie ihr sehen könnt. So rum. Da unten ist die Micro-SD-Karte, der Slot dafür. Hier oben die einzelnen SD-Karten, hier oben für die Coins und hier entsprechend für den Schlüssel. Checken wir doch mal gleich, ob das alles reinpasst. Gucken wir mal, SD-Karte 1, ja, passt rein. SD-Karte 2, ja. SD-Karte 3. Die Micro-SD-Karte noch dazu. Na, kommst du her. So, mal da die Münze rein. Da die Münze und da die Münze. Und den Schlüssel nicht vergessen, der kommt natürlich auch noch rein. Und et voilà, ihr seht schon, das Ganze geht auf, das funktioniert. Na. Jetzt fokussiert es darauf, genau. Super, perfekt. Genau, funktioniert also wunderprächtig, muss ich sagen. Ich habe auch schon eine Idee gehabt für eine Version 2, dass ich da rechts und links nochmal Magnete entsprechend irgendwie mit eindrucke und dann einen Deckel drauf mache, der magnetisch ist. Rechts und links deswegen, damit die SD-Karten nicht beschädigt werden. Und ich muss es natürlich nochmal abschließend aus einem Material drucken, was hitzebeständiger ist, weil das ist jetzt PLA. Und ich habe auch gemerkt, dass ich hier oben ein bisschen wenig Top-Layer entsprechend eingestellt hatte. Das heißt, man sieht so ein bisschen durch. Das ist auch nicht ganz schön, aber das könnte man noch verkraften. Aber wichtig ist mir halt entsprechend, dass ich da noch einen Deckel drauf habe, dass ich, wenn ich nicht im Auto bin und das Ganze im Auto bleibt, dass ich einen Deckel drauf mache, natürlich nicht mit dem Schlüssel, ja, Deckel drauf mache, das Ganze halt zu ist, damit keiner was sieht und das Ganze vielleicht so aussieht wie eine Flasche. Könnte man auch nochmal überlegen, ob man irgendwie so einen Deckel drauf macht, der dann aussieht wie eine Flasche, dass es so gefaked ist. Wäre natürlich auch ganz cool, gerade wenn man so Münzen drin speichert, damit man nicht deswegen das Auto aufgebrochen bekommt. Aber wenn man solche Einkaufswagen-Chips da drin aufbewahrt, ist das ja kein Thema. Und der Schlüssel soll sowieso nur während der Fahrt drin bleiben. Von daher finde ich, ist das ganz cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Datei dazu werde ich ins Makorama Family Discord posten. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert bitte den Kanal. Kommt auf unseren Discord-Kanal. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!